Was ist der Jetstream oder auch im Deutschen Strahlstrom genannt? Das wollen wir uns in diesem Video genauer anschauen. Der Jetstream, der ist ein Starkwindband, das sich einmal um die Erde windet in etwa 9 bis 14 Kilometern Höhe und ist meistens sogar mehrere 100 Kilometer breit. Es gibt sowohl auf der Südhalbkugel als auch auf der Nordhalbkugel jeweils zwei Jetstreams und wir wollen uns das Ganze für die Nordhalbkugel etwas genauer anschauen. Und zwar gibt es einmal den Polarjet und den Subtropenjet. Und der Polarjet, der ist eigentlich der, das was wir hier blau sehen, der auch unser Wetter beeinflusst. Dieser Polarjet, was wir hier im Blau sehen, der windet sich, wie gesagt, einmal um die Erde herum und ist der Motor für unsere Hoch- und Tiefdruckgebiete, für unser Wetter. Also ein sehr entscheidender Faktor, dieses Starkwindband in der Höhe, das entscheidet, wie das Wetter bei uns auch wird, wie Hochdruck- und Tiefdruckgebiete sich auch verlagern. Der Jetstream, der kann sehr unterschiedlich ausgeprägt sein. Wir schauen uns das an einem Beispiel für Nordamerika mit dem Polarjet. Er kann zum einen relativ glatt verlaufen, ohne große Ausschläge. Dann haben wir meist einen sehr starken Jetstream, was auch davon abhängig ist, wenn der Polarwirbel sehr stark ausgeprägt ist. Wenn der Polarwirbel eher schwach ausgeprägt ist, dann bildet der Jetstream meistens große Wellen, also weit nach Süden, teilweise auch weit nach Norden ausbringt. Also er mäandriert sehr stark. Und das ist eben, wenn der Polarwirbel eher schwach ausgeprägt ist. Was der Polarwirbel ist, ist ein anderes Thema. Auch dazu wird es noch ein Video geben. Werfen wir einen genaueren Blick auf den Polarfrontjet, wie er sich von Nordamerika bis nach Europa erstreckt. Und es können durchaus in diesem Starkwindband in der Höhe Windgeschwindigkeiten über 400 Kilometer pro Stunde erreicht werden. Doch wie entsteht jetzt genau dieser Jetstream, diese hohen Windgeschwindigkeiten? Und zwar trennt der Jetstream kalte Polarluft auf seiner Nordseite von warmer Subtropikluft auf seiner Südseite. Und durch diese großen Temperaturunterschiede, die zwischen dem Äquator und den Polgebieten bestehen, da entsteht dieser Jetstream durch diese großen Temperaturgegensätze. Wir sehen, dass wir Wellenberge und Wellentäler haben. Und dieses Wellental, da haben wir Tiefdruck liegen. Das nennt sich Trog. Und in einem Wellenberg, da haben wir Hochdruck liegen. Da baut sich ein Höhenhoch auf und das nennt sich Keil oder auch Rücken. Wir sehen ganz gut, wenn wir dazu mal die Pfeile einzeichnen, wie die Luftmassen sich bewegen, dass an einem Wellenberg sehr warme Luft weit nach Norden strömt und in einem Wellental kalte Polarluft sich auf dem Weg nach Süden macht. Daran sehen wir sehr gut, wie der Jetstream auch unser Wetter beeinflusst. Mit Hoch- und Tiefdruckgebieten und dafür einen Ausgleich der Luftmassen sorgt auf der Nordhalbkugel, dass eben mal kalte Polarluft weiter nach Süden strömt und sehr warme Luft weiter nach Norden strömt. Er hat also wirklich großen Einfluss auf unser Wetter und sorgt auch für dieses typische mitteleuropäische wechselhafte Wetter, dass wir mal warme Luft bekommen, mal kalte Luft bekommen. Das ist eigentlich zu allen Jahreszeiten auch bei uns präsent. Schauen wir uns das Ganze mit zwei praktischen Beispielen an, wie der Jetstream auch unser Wetter beeinflusst. Beispiel 1 sehen wir, wie der Jetstream genau über Norddeutschland verläuft, etwa vom Atlantik her über Norddeutschland. Und da hat sich, das ist eine Karte vom Ende Oktober 2013, der Orkan Christian gebildet, der Norddeutschland, der Nordseeküste einen schweren Orkan brachte. Also wenn der Jetstream genau über uns verläuft, dann haben wir oft unbeständiges Wetter, teilweise eben auch stürmisches Wetter oder es kann sich auch richtig ein Orkan bilden. Wir sehen ein weiteres Beispiel, da verläuft der Jetstream westlich von uns und zwar greift er sehr weit von Süden nach Norden aus und wir liegen dabei in einer Omega-artigen Struktur mit einem mächtigen Hochdruckgebiet über uns. Der Jetstream verläuft also weit von Süden nach Norden, dann über Nordeuropa, sehr weit im Norden und biegt wieder hier Richtung Süden ab. Wir dazwischen in dieser Omega-Struktur, und das ist eine Karte von Ende Juli 2019, da hatten wir diese große Rekordhitze, das heißt sehr warme bis heiße Luft mit Rekordhitze dann strömte aus Süden Richtung Deutschland. Ihr seht also an diesen Beispielen, der Jetstream hat auch auf unser Wetter häufig sehr großen Einfluss.